Hallo ihr Lieben, wir nähen heute einen beidseits verdeckten Mantelschlitz, insbesondere für das Schnittmuster Tricia. Es gibt auch einseitig verdeckte Mantelschlitze, wie beim Mantel Rixa. Und dazu findet ihr auch noch ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe hier das rechte und das linke Rückenteil gleich zugeschnitten. Also hier mit dem Schlitz. Eins wird der Übertritt, das andere der Untertritt. Und hier mit Fieseline verstärkt. Dann wird der Schlitz und der Schlitzbesatz einfach schöner. Je nach Stoff könnt ihr auch die Saumzugabe hier mit Fieseline verstärken. Das hilft nachher auch beim Hochbügeln. So, als erstes nähen wir hier die hintere Mitte bis zu dieser Markierung. Also nicht bis hier oben, sondern besser bis hierhin. Und von hier aus dann nochmal auch diese Schräge bis hier, aber 1 cm von der Kante entfernt. Das müsst ihr unbedingt offen lassen, weil wir danach an diesen Kanten das Futter annähen werden. Ja? Also hier diese Schräge nur bis hier und die hintere Mitte bis zu der Markierung, die ihr auch im Schnitt findet. So, die hintere Mitte ist bis hierhin gesteppt und hier das Dach vom Schlitz sozusagen. Wir wollen jetzt die Teile auseinanderlegen. Und hier die hintere Mitte auseinanderbügeln. Ich habe hier natürlich die Kanten nicht versäubert, aber ihr natürlich macht es. Und da wir hier den Schlitzbesatz hier zu dieser Seite legen wollen, müssen wir hier die Nahtzugabe einschneiden, ohne die Naht zu verletzen. So, ich bügele jetzt die hintere Mitte auseinander und den Schlitz hier zu dieser Seite. Also wir sind hier auf der linken Stoffseite. Ja, beim Schlitz müsst ihr wirklich darauf achten, es ist ein bisschen kompliziert mit rechts, links, und beim Futter ist es auch noch umgekehrt, weil der ja andersrum drauf kommt. Also nachher wird der Schlitz hier nach links gehen und wir werden ihn hier so absteppen. Das ist jetzt die übliche Weise. Jetzt sehe ich gerade, dass meine Flieseline durchblitzt. Ja gut, dass es keine echte Jacke wird. Ne? Also ihr achtet natürlich darauf, eine farblich passende Flieseline auszusuchen. Also wie gesagt, so wird der Schlitz sein. Ja? Das hier ist der Übertritt, das ist der Untertritt. Und nachher kommt noch hier die Naht, und um hier diesen Ansatz zu verstärken. Also legt einfach die Teile ganz genau wie ich und dann geht möglichst wenig schief, hoffentlich. So, also das ist die linke Stoffseite. Den Schlitz bügeln wir hier nach dieser Seite, also nach rechts, wenn man jetzt so von vorne schaut, und die hintere Mitte auseinander. Und den Saum auch um die 2 cm. Hier nach oben oder um die Saumbreite. Der Saum ist bei Tricia relativ schmal. Wir haben nämlich auch schon einen ziemlich großen Stoffbedarf. Und deswegen habe ich den Saum mal schmal gehalten. Aber wenn ihr es wollt, könnt ihr den Saum gerne breiter machen. Hier habe ich noch hier die Saumzugabe nach oben gebügelt, am Unter- und am Übertritt. Beim Bügeln, wenn das alles so schön glatt liegt und noch kein Futter drin ist, ist es wichtig, dass ihr auf die Längen aufpasst. Das hier wird der Untertritt, seht ihr, ich habe ihn 2 mm ein bisschen kürzer als den Obertritt gebügelt, damit er nachher nicht rausblitzt. Und genauso hier am Einschlag vom Übertritt müsst ihr aufpassen, dass das hier nicht unten rausguckt, also das dann ganz genau so bügeln, dass es hier ein bisschen verdeckt dann ist, ne? So dass, wenn ihr dann von der rechten Seite schaut, ihr den Schlitz kaum wahrnehmen könnt, ne? Dass alles hier so in einer Linie ist, ja? So, jetzt kommen wir zum Futterzuschnitt. Also schneidet zuerst beide Stoffschichten, also das rechte und das linke Rückenteil, gleich zu, entsprechend wie es halt im Schnitt ist. Zusätzlich habt ihr dann noch eine Schablone, zeige ich euch gleich, für die rechte Seite. Und dann, ich markiere immer alle Nahtlinien und ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen, weil nur so kann man exakt nähen. Und gerade bei so kniffligen Sachen wie ein Schlitz oder ein Kragen ist es wirklich nützlich. Also wer es noch nicht kennt, es gibt so kleine Zahnrädchen und Kopierfolien und dann rädelt man einfach die entsprechenden Linien und die werden dann auf dem Stoff markiert. So, das machen wir jetzt mal erstmal wieder weg. Und ich zeige euch die Schablone für die andere Seite.
Das ist die andere Seite. Das ist, wenn die Schrift nach, also lesbar ist, nach oben liegt und der Stoff dann auch auf der rechten Seite liegt, also das Futter nach rechts oben guckt, ist das die linke Seite und das ist die rechte Seite. Ja? Das ist nicht die Körperseite, da ist es nochmal komplizierter, weil ja andersrum liegt das Futter. Also wir reden jetzt nur von Seiten, wie wir den Stoff von der rechten Stoffseite aus anschauen. Also links, rechts. Zuerst haben wir links zugeschnitten, ja, und markiert. Und zufällig, wenn man jetzt die obere Stoffschicht wegnimmt, sind wir hier auf der rechten Stoffseite. Und es entspricht auch tatsächlich hier dieser linken Seite, die wir dann schon markiert haben. Ist doch super, oder? Dann können wir das nämlich weglegen. Oder im Auge behalten. Das hier ist die linke Seite, wie gesagt. Und dann nehmen wir die andere Seite, legen sie spiegelverkehrt, also mit der rechten Stoffseite nach oben. So. Und das ist ja genauso zugeschnitten wie das andere. Ich habe es einfach nur so spiegelbildlich hingelegt. Und dann nehme ich hier meine Schablone, die ich euch gemacht habe, weil es wäre ein bisschen kompliziert gewesen, um das alles nochmal genauer zu machen, zu erklären. So, und dann lege ich das hier an dieser Kante. Ja, und seht ihr hier, das wird dann der Schlitz. Hier ist nur noch die Nahtzugabe und da auch. Aber eigentlich läuft der Schlitz, die hintere Mitte hier mittig. Ne? Und der Besatz und der Schlitz geht von hier nach da. Also ist symmetrisch, jeweils 3 cm. Sieht immer ein bisschen schief aus wegen den Nahtzugaben. Ist es aber nicht. Also ihr legt eure Schablone so drauf. Ich habe ja hier nur ein Stück Schablone, aber ihr habt natürlich die ganze Schablone und so könnt ihr euch weniger vertun. Ne? Und wir schneiden jetzt die rechte Seite vom Schlitz, also im Futter, so zu. Ja? Hier habe ich euch nochmal in rosa die wichtigen Linien markiert. An der hinteren Mitte beim Futter ist es so, dass wir eine 2 cm breite Futterfalte haben, die wir leider nicht im Stoffbruch zuschneiden können, weil wir ja den Schlitz haben und der schaut ja über die hintere Mitte dann hinaus. Deswegen müssen wir das mit Naht machen. Das wäre dann hier diese Nahtzugabe. Das ist hier der Rand von der Futterfalte und das hier ist die hintere Mitte. Im Schnitt, wie ich es auch in der Nähanleitung erkläre, steppt ihr hier die Futterfalte bis zur Markierung fest von unten nach oben. Und von oben vom Halsausschnitt zur hinteren Mitte ist auch nochmal eine kleine Markierung. Dort wird die Futterfalte festgesteppt und dann zu einer Seite hingebügelt. Diese Futterfalte würde uns aber hier im Schlitz stören. Deswegen hört sie dann hier auf. Ja? Also als erstes nähen wir hier die Nahtzugaben der Futterfalte aufeinander und die hintere Mitte bis zu den 10 oder 12 cm oder 15. Ja, da wo die Markierung ist. Ja, so hoch steppt ihr dann die hintere Mitte. Und wie gesagt, diese zwei Kanten aufeinander. Vorsicht, wir steppen immer rechts auf rechts. Ja, bei Futter ist es auch nicht immer ganz einfach. Deswegen nochmal markieren. So, seht ihr? Ach, sieht ja schon nach einem schönen, also fast schönen Schlitz aus, oder? Was sagt ihr? So, jetzt haben wir nämlich die Teile übereinander. Vielleicht versteht ihr jetzt noch mal ein bisschen besser, wie das Ganze funktioniert. Das hier ist die hintere Mitte. Ja, die steppen wir bis hierhin beim Futter. Muss man nicht da weiter runter, ist ja nichts mehr. Wir steppen das bis hier runter. Und auch hier die Nahtzugabe der Futterfalte, damit die dann zusammen ist. Und nachher seht ihr, warum wir das alles, das ganze Gedöns hier gemacht haben. Auf der rechten Seite im Futter vorhin, wo ich dann den Schlitz nach links gebügelt habe, brauchen wir eine Aussparung, um den Schlitz annähen zu können. Und das ist die Aussparung. So einfach ist es. So, die hintere Mitte ist rechts auf rechts gesteppt bis hier zu dieser Spitze, also noch nicht übers Eck, aber auch nicht über die Nahtzugabe, nur bis hier zu diesem Eck.
Und das hier ist die Futterfalte. Ja, die bügeln wir später zu einer oder anderen Seite. Wichtig ist jetzt, dass wir diese zwei Kanten aufeinander bringen. Wir sind ja hier rechts auf rechts. Deswegen habe ich auch hier die Nahtzugabe offen gelassen. Aber darunter, die Etage darunter, müssen wir auch noch einschneiden. Ja? Vorsichtig. So. Und nachher rechts auf rechts. Schnappt ihr diese Kante, schnappt ihr die andere. Und legt es hier um diese Kante rum, so dass es hier hinten möglichst keine Fältchen macht. Ich zeige euch mal von hier, von der Seite aus. Ja? Also diese schrägen Kanten müssen wir jetzt hier aufeinander nähen. Und nochmal, wie gut, dass ich es markiert habe, oder? Weil wir steppen nämlich bis hier. Also nicht über die Nahtzugabe hinüber. Ihr müsst hier diese Nahtzugabe und diese Nahtzugabe freilassen, weil dann das Futter hier an den Schlitz angenäht wird. Also wir stecken hier schon mal eine Nadel und gucken mal fast, so, dass es dann genau passt zu der anderen Seite. Ja. So, und jetzt legen wir das glatt, schaut mal. Ja, so funktioniert das Ding. Also das hier ist die kurze Kante. Hier habe ich die Nahtzugabe eingeschnitten. Ich fange hier an zu nähen und nähe bis genau hier an meiner Stecknadel. Okay? Hier nochmal eine schicke Ansicht. Immer noch hier die Futterfalte und die hintere Mitte. Wir haben einfach dieses eine Teil so nach rüber gelegt, sodass wir hier schräg diese Kante aufeinander nähen können. Und da seht ihr nochmal den Sinn der Sache. Wir fangen genau hier an, wo unsere hintere Mitte aufgehört hat und steppen bis genau hier ans Eck. Diese Nahtzugabe müssen frei bleiben. So, wunderschön, immer noch unsere Futterbewegungsfalte, die hintere Mitte gesteppt und hier genau ab der hinteren Mitte diese schrägen Kanten aufeinander gesteppt, bis hierhin, ohne die Nahtzugabe mit zu erfassen. Da seht ihr schon, dass euer Schlitz ja schon verdeckt ist quasi. Jetzt drehen wir es um. Sehen hier nochmal die Bewegungsfalte durchblitzen. Die muss ich jetzt endlich mal bügeln. Und seht ihr das? Jetzt haben wir ein schönes Eck hier genäht. Ne? Und hier haben wir die Nahtzugaben jeweils hier und jeweils da frei, um sie eben an den Mantel anzunähen. Jetzt habe ich mir meinen Mantel geschnappt auf die linke Seite hier nach oben. Und hier das Futter, so da drauf. Das Futter ist ansonsten schon angenäht, also an die Belege rundherum, auch die Ärmel. Wobei die Ärmel könnt ihr auch später machen. Ihr müsst jetzt das meiste der Arbeit durch die Öffnung an der Seitennaht machen. Ja? Also lasst eine möglichst große Öffnung offen, damit ihr das Ganze immer rein und raus stülpen könnt. Ja, also seht ihr, das passt doch wunderbar. Hier die Kanten sind bündig und auch hier, ne, mit dem Futter. Oh, bitte habe ich eine Schicht zu wenig. Da. Als erstes müssen wir jetzt das Futter hier an die Saumkante annehmen mit 1 cm Nahtzugabe. Wie das vorne am Beleg ist, das ist Bestand von einem anderen Video und da könnt ihr auch in der Nähanleitung nachschauen, wie das da angenäht wird, damit der Beleg schön bündig ist. Wir haben jetzt das Futter an die Saumkante angenäht, aber nur am Untertritt und hier dann mit 1 cm Nahtzugabe bis an den Rand. Ja, am Übertritt ist es ein bisschen komplizierter, weil er ja so hier so eingeschlagen ist. Deswegen lassen wir hier erstmal die Saumkante frei. Also nicht bis ganz am Ende annähen, möglichst so 15 cm offen lassen. Jetzt nehmen wir die eingeschlagene Übertrittseite, da wo es noch nicht angenäht ist, klappen das nach oben schräg weg. Und jetzt sehen wir, wir müssen diese beiden Kanten aufeinander bringen. Also das Futter an die Untertrittseite vom Schlitz. Dann nehmen wir das hier so hoch. Und hier ist der Saum. Und hier ist der Saumbruch markiert durch die Flieseline, aber auch durch die Markierung. Und das muss hier so hochgeklappt werden, rechts
aufrecht. Ja? Hier ist das Futter dazwischen. Das legen wir zuerst glatt, so dass es auch tatsächlich im Saumbruch liegt. Und dann ziehen wir aber ein bisschen am Futter, damit hier der Bruch nicht bis ganz unten reicht. Warum? Weil nachher, wenn es gewendet wird, wenn das Futter bis ganz unten an die Kante geht, dann kann es sein, dass es über die Ecke hinausschaut. Also wir ziehen das Futter 2-3 mm weiter hoch, damit es hier nicht ganz bis unten im Bruch reicht. Ja? Das stecken wir dann schon mal fest. So, dann nehmen wir die andere Kante. Und jetzt müssen wir bis hier oben am Anfang der Naht von dieser, also am Ende der Schrägnaht nähen, bis dahin. Ja? Also stecken wir hier diese beiden Nähte aufeinander, also Nahtenden. Wir haben ja die Nahtzugaben offen gelassen, jetzt seht ihr auch warum, damit wir hier schön Platz haben. Ja? Also wir stecken hier ganz exakt die beiden Nahtenden aufeinander. Jo. So, das passt ganz genau. Und hier machen wir nochmal eine kleine Klammer. So, und jetzt stemmen wir hier von der Kante aus nach oben, hier bis am Ende der kleinen Schrägnaht. So, jetzt haben wir hier diese Untertrittkante angenäht. Jetzt legen wir hier die Übertrittkante nach unten. Auch wenn es eingeschlagen ist, falten wir das hier auf und machen wieder hier unten das Gleiche. Wir schlagen den Saum hoch, ziehen ein bisschen am Futter, stecken das fest. Und legen dann unsere Kante hier oben und es passt wieder genau. Das ist immer so eine kleine Freude, ne? Wenn man gesagt genäht hat, dann passt es auch. So, muss mal gucken, dass man da unten nichts mitfasst. Ich stecke mir wieder hier eine Nadel am Nahtende ein. Da passt es auch, wunderbar. So, und jetzt stecke ich dann noch hier in der Mitte eine Nadel oder eine kleine Klammer und nähe hier wieder die andere Seite, genauso wie wir es für den Untertritt gemacht haben. Jetzt habe ich auch die Übertrittseite genäht. Bevor ich das Ganze wende oder noch den restlichen, die restliche Saumkante verarbeite, nehme ich hier meine beiden Schlitzkanten und hier an dem Nahtanfang stecke ich sie oder halte sie ganz genau aufeinander und ziehe es so herunter und schaue, dass die gleich lang sind. Die Übertrittseite darf, so wie hier, 2 mm länger sein, aber der Untertritt darf nicht drüber gucken. Ja, wenn der Untertritt jetzt so ist, dann ist es nachher nicht mehr schön. Ja? Also einfach kontrollieren und schauen, so wie hier, dass der Übertritt 2 mm länger ist oder zumindest gleich lang. Jetzt ist die Saumkante hier noch offen. Dann nehmen wir einfach unser Futter, stecken es hier wieder fest und nähen es bei 1 cm Nahtzugabe an, soweit es geht. Hier wird 1 cm übrig bleiben, weil es ja hier noch eingeschlagen ist, aber das macht ja nichts. Ihr habt ja die Kanten versäubert, nicht so wie ich, also ist alles in Ordnung. Also soweit wie es geht, nach hier das Futter an die Saumkante steppen, ja? So, jetzt habe ich schon mal das Futter hier so weit wie möglich angenäht. Ihr kontrolliert natürlich hier, dass der Umschlag hier vom Übertritt, dass der passt, ne, wenn ihr das hier annäht. Ja, und ich habe es ein bisschen weit weg, aber man kann ruhig auch bis hierhin nähen. Aber ich wollte ein bisschen Platz lassen, um es euch zu zeigen. Und jetzt wenden wir das Ganze und das zeige ich euch gleich. Wenn ihr einen etwas festeren Stoff habt, könnt ihr vor dem Wenden hier noch die Ecken abschneiden am Untertritt und auch hier am Übertritt habe ich hier die Dicke ein bisschen verringert. Und jetzt wenden wir das Ganze. So, ich habe jetzt den Übertritt gewendet und hier den Saum eingeschlagen. Hier bleibt natürlich der Einschlag offen und eben die Strecke, an der ihr das Futter nicht angenäht habt. Also
je nachdem, wie weit ihr von der Kante geblieben seid. Ja, das ist nicht schlimm, ihr könnt es so lassen oder ihr macht ein paar Handstiche von Naht und dann könnt ihr auch nochmal gucken, dass dieser Einschlag vom Übertritt hier nicht über die Kante hinüber geht, dass man den einfach nicht sieht. Ja, und hier geht das Futter bis ganz unten. Man kann es ja noch bügeln, dass es ein bisschen höher geht. Und hier ist die andere Seite. Und das geht so im Bogen nach oben. Hier haben wir ja das Futter bis ganz unten angenäht. Also bis zu diese 2-3 mm hier. Hier haben wir diese Futterkante. Das ist so diese Längenreserve, ne? Hier seht ihr das, wenn der Oberstoff sich dann ausdehnt, dann habt ihr hier noch eine Reserve und zusätzlich ist noch im Futterschnitt eben eine Mehrlänge vorgesehen. Ja, so ist der Schlitz. Ihr könnt die Kanten noch absteppen. Das ist die Untertrittkante. Ja, kann man, muss man aber nicht absteppen. Die sieht man ja eh nur wenig. Ne? Ihr könnt die hintere Mitte absteppen und dann bis hierhin dann den Untertritt wegklappen und dann hier den Obertritt nochmal in der Verlängerung absteppen, schmal, wenn ihr möchtet. Und dann sollten wir hier diese Naht sichern. Und da schaut ihr, wo bis wo genau ihr gehen wollt und wie hoch. Dann fangt ihr hier an und zeichnet euch jetzt hier so eine Linie. Nehmt eine Nadel und schaut, bis wohin ihr das steppen wollt. Ja? Und dann könnt ihr hier diese typische Steppnaht hier vom Schlitz noch machen. Ja? Ist es nicht ein schöner Schlitz geworden? Ha, schaut mal, wenn ihr das so öffnet, ist doch alles wunderbar, oder?